Online-Communities, Wilder Westen oder Spielplatz mit Regeln. Wie viel Kontrolle braucht es in virtuellen Welten wie WoW oder The Division oder GTA Online? Darüber wollen wir heute sprechen in dieser Spieletalks-Ausgabe. Und mit mir meine ich zum einen meine sehr geschätzten Kollegen René und Micha, der gerade noch mit seinem Handy kämpft, das auf laut gestellt ist. Danke, René. Unserem Redaktionshund Lilly, die vielleicht auch den einen oder anderen Redebeitrag dafür hat. Und wir meinen aber auch, wenn wir sagen euch Community da draußen, euch Zuschauer, denn dieses Thema ist eins, bei dem uns sehr interessiert, wie ihr darüber denkt, wie viel Kontrolle brauchen wir oder wollen wir in unseren Online-Spielen. Warum sprechen wir da heute über dieses Thema? Es gibt tatsächlich einen aktuellen Anlass, und zwar vor dem Hintergrund des rechtsextrem motivierten Anschlags in Halle hat der Bundesinnenminister Seehofer ein viel zitiertes Zitat in den Raum gestellt und gesagt, die Gaming-Szene braucht mehr Aufsicht und mehr Kontrolle. In diesem speziellen Kontext ist es natürlich eine Forderung, die so ein bisschen absurd ist, aber tatsächlich berührt diese Forderung einen Punkt, ein Reizthema, das schon seit Jahren immer wieder von Spielern gefordert wird, und zwar der Wunsch, in Online-Spielwelten mehr Regeln zu haben, um geschützt zu werden. Zum Beispiel, um geschützt zu werden vor Mobbing oder vor Diskriminierung. Und darüber wollen wir heute sprechen. Da beginne ich direkt mit der ersten Frage. Eine Forderung, die ganz oft von Spielern gestellt wird, die so ein bisschen interessant klingt im ersten Moment, ist eine Art virtuelle Polizei, rekrutiert aus rechtschaffenden Spielern, die in diesen Online-Welten unterwegs sind, patrouillieren quasi und gucken, dass die Regeln eines Spiels eingehalten werden. Was haltet ihr von dieser Idee? Wie steht ihr dazu? Vielleicht, René, fange ich mit dir mal an. Also erstmal weckt diese Forderung nach einer Art Online-Polizei in so einem Videospiel ja so ein bisschen Assoziationen, die manchen Leuten unangenehm sein könnten, wenn man das jetzt auf die Gesellschaft überträgt, so mit Polizeistaat. Ne? Dadurch, dass das aber keine offene Gesellschaft in diesem Sinne ist, greift diese Argumentation nicht ganz, dass Leute halt sagen, ja, da wird in die Freiheit irgendwie eingeschränkt, wird in die Freiheit eingegriffen, wird die Freiheit eingeschränkt und so. Wir können uns nicht so ausleben, wie wir das gerne wollten, weil das ja nochmal ein anderer Raum ist, in dem die Leute sich da aufhalten. Dadurch, klar, das weckt Assoziationen, die unangenehm sind im ersten Moment. Ich finde es aber gar nicht so abwegig, den Gedanken. Vielleicht, wie würdest du dazu stehen, zu diesem Wunsch, dass es eine Polizei in virtuellen Räumen gibt? Also prinzipiell finde ich, es sollte eine Instanz geben, die das überwacht, was da stattfindet in diesen Online-Welten, damit es halt nicht so in Anarchie ausartet und sonstige Sachen passieren. Bei Polizei denke ich immer, das sind halt selber Spieler, die Selbstjustiz begehen, also die sich selber als Polizisten nennen, und da finde ich, da sollte es eine weitere Instanz geben, das zu überwachen. Ich finde auch, das sollten wirklich nur Entwickler und Admins und Administratoren sein, nicht Spieler selbst, weil das wäre dann wiederum, wer passt wieder auf die Wächter auf? Ja. Deswegen, ja, genau. Es sollte eine Instanz geben, aber das sollten nicht Spieler machen. Ja, ja. Nee. Gibt es denn dazu schon Meinung von unseren Zuschauern, oder hatten die noch nicht genug Zeit, um ihre Thesen und Argumente in den Kommentarbereich zu tippen? Doch, ein Enrico Borgsdorf hat gefragt, ob man heute hier etwas gewinnen kann. Gerade erstmal. Nein, kann man heute nicht. Man kann ein sehr gutes Gespräch gewinnen, je nachdem, wie ihr euch beteiligt an dieser Runde. Denn diese Frage, wie viel Kontrolle wollen wir in unseren Online-Räumen, das ist eine Frage, die euch da draußen ja genauso betrifft wie uns auch. Und ein Argument, das man in diesen Diskussionen ja tatsächlich auch oft hört, ist so eine Art, ja, man muss eigentlich sagen, Totschlagargument, das gesagt wird. Eigentlich Kontrolle, super uninteressant, das wollen wir nicht, denn Spiele sind zum Spaß da, Spiele sind Eskapismus, Spiele, vor allem virtuelle Räume, sind Räume, in denen Dinge getan werden kann, was man in der echten Welt nicht ohne Konsequenzen tun kann. Klassisches Beispiel GTA Online, wer da so ein bisschen unterwegs ist, da passieren die absurdesten Dinge, die sich in Sphären bewegen, wo man in der echten Welt sagen würde, na, also strafbar ist das mindestens, aber dort machen das eben viele Spieler, weil es Spaß macht, weil es ihnen Spaß macht. Und da ist jetzt so die Frage, machen wir uns denn vielleicht unsere Online-Welten ein Stück weit kaputt, wenn wir zu viele Regeln haben? Ist das eine Gefahr, die tatsächlich passieren und eintreten kann? Also grundsätzlich finde ich die Argumentation, dass Eskapismus und Spielfreiheit ohne Regeln auskommen muss, falsch, weil Eskapismus und generell Gameplay einfach keinen Spaß macht, wenn nicht grundlegende Regeln da sind. Das ist jetzt, man kann das ein bisschen weitergreifen, wenn man erstmal an physikalische Regeln in den Welten denkt, wenn man an KI denkt, an bestimmte Bewegungs- und Verhaltensmuster, die die virtuellen Figuren in den Spielen haben und so. So ein GTA Online wäre nicht halb so spannend und halb so lustig, wenn diese Ausbrüche nicht ja auch eine gewisse Regelüberschreitung auf so einer Ebene bedeuten würden. Das heißt, grundsätzlich zu sagen, es macht mir nur Spaß, wenn keine Regeln da sind, das glaube ich nicht. Ja. Aber wenn es keine Regeln gibt, macht es keinen Spaß. Und
Zum anderen redest du da ja nicht von der spielerischen Ebene an sich, sondern eigentlich eher von der Metaebene, die überm Spiel oder um das Spiel herum aufgebaut ist. Und das ist eine Ebene, auf der es um soziales Miteinander geht, was ich schon mal losgelöst vom Spiel an sich betrachten würde und wo es dann wirklich einfach auch um soziale Normen und Konventionen geht, die sich natürlich auch auf einen virtuellen Raum übertragen lassen, indem ich weiß, dass ich auf der anderen Seite hinter einem Avatar oder hinter einer Chatbox oder so ein Mensch befindet. Ja, also dass wir keine Straßenverkehrsordnung in GTA Online wollen, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Das macht tatsächlich keinen Spaß. Aber du hast ja gesagt, ein Regelwerk für das soziale Miteinander ist sinnvoll, so, um dich jetzt zu paraphrasieren. Ja. Aber macht es nicht auch gerade manchmal Spaß für viele Menschen, ein richtiger Arsch zu sein in Bezug auf andere Leute? Also sie ganz gezielt in Online-Räumen zu verfolgen, sage ich mal, mit dem Auto hinterher zu fahren, die immer rauszukicken. Und da gibt es ja unzählige Compilations auf YouTube, solche Dinge von Menschen, die sich wie Arschlöcher verhalten, sozial überhaupt nicht konform. Aber das macht denen Spaß. Wie würdest du dann sagen, das ist ein Bereich, da bräuchten wir Regeln in solchen Spielen? Oder ist das noch so ein Bereich, das lässt man ein Stück weit laufen? Ja, wie weit lässt man das laufen? Also ich würde sagen, wenn es gibt da zwei verschiedene Ebenen. Das eine ist, wir verhalten uns wie Arschlöcher, weil wir uns darüber einig sind, dass wir gerade Rollen einnehmen. Wenn ich jetzt sage, ich spiele in einem Spiel den Schurken und ich verkörpere den, es gibt ja dieses GTA-Roleplay, wo das wirklich auch sehr extreme Formen annimmt, wo man sehr, sehr viele, sehr strenge Regeln beachten muss, um überhaupt ein Charakter in dieser Welt sein zu dürfen. Und wenn sich alle darauf einigen, dass es jetzt Teil dieser Rolle ist, dann ist das wie, als ob ich einen Film spiele oder sowas. Und dann ist das vollkommen legitim, wenn jemand Grenzen überschreitet. In einem bestimmten Rahmen natürlich auch, der gesetzeskonform ist. Das andere ist, was du meintest, wenn Leute so trollen oder Rage quitten oder so und damit einem das Vergnügen verderben, das sehe ich, wenn ich das jetzt auf die Gesellschaft übertrage, die außerhalb von so einem Spiel stattfindet, ist sowas wie ein unfaires, uncooles Verhalten auf einem Spielfeld, beim Fußball zum Beispiel. Klar, da kann man drüber schimpfen und da kann man sagen, das ist kein guter Sportler, das ist kein guter Sportsmann, was weiß ich, das ist kein guter Teamplayer, aber das würde jetzt gesellschaftlich nicht sanktioniert werden. Das ist immer noch etwas, was sich auf die Regeln des Spiels an sich bezieht und nicht auf wirklich darüber liegende, nochmal, das ist ja nochmal eine Ebene, gesellschaftliche Konvention des Miteinanders. Ja, ne? Ja. Also wirklich belästige ich damit jemanden gerade, was ich mache? Ja. Oder ist es einfach nur ein kleiner Dick-Move? Ja, genau. Ja. Also das ist ein großer Unterschied. Differenzierung und eigenes Ermessen spielen da wirklich eine große Rolle, auch wie du es gerade beschrieben hast. Wo würdest du dich da sehen? Würdest du sagen, Regelwerke, zu viele Regeln machen Online-Spiele kaputt? Oder sagst du, so ähnlich wie er auch, dass es eine gewisse Differenzierung benötigt, um zu sagen, wo sind Regeln sinnvoll und wo nicht? Ich finde gerade bei GTA Online ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil die Leute beschweren sich zwar, dass da ein rauer Ton herrscht, aber der gehört auch zur Spielwelt dazu. Deswegen, Rockstar ist auch da in dem Sinne, greift halt ein, wenn es wirklich Überhand nimmt, wenn Modder halt das Spielerlebnis desjenigen kaputt machen. Aber das sind Sachen, worauf man sich einstellen muss, die auch ein bisschen zur Spielwelt dazu gehören. Deswegen gibt es halt dieses Argument, wenn es dir nicht gefällt, spiel es halt nicht. Das ist die Frage, ich finde es zum Beispiel bei, also ich habe zum Beispiel mit einem GTA Roleplay Serverleiter mal gesprochen und der meinte auch, er findet zum Beispiel auch, wenn es zur Geschichte passt, bestimmte Beleidigungen findet er richtig, weil es halt zur Atmosphäre gehört, aber er guckt auch immer drauf, dass es in Grenzen bleibt. Ich glaube, im sozialen Miteinander sollten Regeln sein, Spielverhalten eher nicht. Ja, diesen Satz, wenn es dir nicht gefällt, dann spiel es nicht, das hört man tatsächlich häufig in solchen Diskussionen, impliziert natürlich auch das Problematische, dass man dann sagt, man überlässt diesen Räumen den Menschen, die am lautesten sind, die am aggressivsten sind und die sich quasi einfach durchsetzen. Was natürlich zu einem Problem führt, ich weiß nicht, ob hier bei den Zuschauern WoW-Spieler anwesend sind, wahrscheinlich, sage ich mal, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Es gibt dort eine Taverne in Goldhain, das ist ein Ort da, und dort treiben seit Jahren Spieler, also seit über 10 Jahren Spieler erotisches Rollenspiel, das heißt, sie treffen sich dort und führen so erotische Chats miteinander aus. Und da gibt es auch eine Gruppe von, ja, Trollen ist eigentlich zu weich oder zu lasch, also wirklich Menschen, die aktiv diesen sehr intimen Austausch stören. Und da gibt es tatsächlich eine Polizei von Spielern, die da rekrutiert und da patrouilliert und dort herumläuft und wirklich die Leute fragt, hey, ist hier alles in Ordnung, ist hier alles cool? Und das finde ich eben, ich persönlich, eine sehr sinnvolle Sache, denn da wird eben nicht diesem Phänomen so viel Platz gegeben, wie es jetzt Michael so ein bisschen gesagt hat, ja gut, wenn es
einem nicht gefällt, kann man ja abschalten. Da wird eben dann proaktiv gesagt, nein, wir wollen diesen Platz zurückerobern. Und da wird gesagt, wir wollen diese Leute schützen vor diesen Übergriffen. Ja, und gleichzeitig setzt du halt fest, wo die Sicherheit oder die Komfortzone für Leute aufhört. Wenn du einfach kurz mal rückfragst, es geht um Liebesspiel in dem Fall. Ja. Und ich finde, das kann man tatsächlich auch so ein bisschen auf das echte Liebesspiel übertragen, wo ja Partner auch gemeinsam irgendwie die Regeln abstecken, verbal gerne auch. Ja. Und dann halt einfach ihre Grenzen ausloten. Ja. Und in dem Fall, da wird halt kurz rückgefragt. Und wenn alle Beteiligten cool sind mit dem, was da gerade passiert, dann ist das eben deren Comfortzone. Du hast eben noch mit dem Kopf geschüttelt. Da nochmal differenzieren. Es gibt einen Unterschied, ob ich jetzt ein Spiel wirklich ausführlich spiele, mich intensiv da reinbegebe, gerade wenn es bei GTA Online so ein Gangsterabenteuer ist. Es ist ein anderer Punkt, wenn ich halt irgendwelche toxischen oder komischen Ideale halt dort als Auslebungsraum, das Spiel als Auslebungsraum dafür nutzen, was überhaupt nichts mehr mit dem Spiel zu tun hat, da würde ich dir den Riegel vorschieben. Aber ich finde auch, du solltest halt manchen Communities, die haben halt, die entwickeln auch ein Eigenleben, da kannst du keine Schienen setzen, wo es hingehen soll. Fallout-Spieler würden sich Mod-Unterstützung viel spielen, weil das halt sehr kreative Spieler sind. League of Legends, die Community wird meistens immer als sehr, 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 sehr kompetitiv, was auch auf dem Wettkampf ist, auch sehr harsch und frech. Und gewissermaßen sollte man gewisse Charaktersachen schon zulassen, halt auch wieder mit den Grenzen. Ich sehe da immer ein Problem, wo es halt nur noch ein Auslebungsraum ist. Das heißt, das Spiel ist eigentlich komplett willkürlich, wie du schon zum Beispiel sagtest, dass ich halt mir irgendwelche Spiele aussuche, um irgendwelche Leute zu belästigen, weil ich weiß, dass ich dort genau diese Gruppen finde. Ja, Schienen, die man da nicht legen kann, da würde ich widersprechen. Es gibt tatsächlich einen Knotenpunkt, an dem man regulieren kann, zumindest theoretisch könnte, was in diesen Online-Spielen möglich ist und was nicht, und zwar sind es die Entwickler. Das ist die große Frage, wie ist eigentlich die Verantwortung der Entwickler? Bevor wir vielleicht dazu kommen, mache ich mal noch eine ganz kurze Pause und frage mal nach der Community, ob die auch schon eine Meinung dazu entwickelt hat. Unser Community-Sprachrohr, Michael? Ich bin das Community-Sprachrohr. René, müsst ihr mir kurz zeigen, wie ich diese Kommentare lesbar mache? Entschuldige, bitte. Jetzt schiebt es mal zur Seite. Wir zoomen ran. So. Besser wird's nicht. Ich streiche den Hund währenddessen. Mach das mal. Lilly ist also. Giovanni Wonne schreibt, es ist in meiner Meinung kompliziert, etwas zu machen, denn wenn so gesehen Spieler nimmt, die dann die Polizei funktionieren, dass der Entwickler halt eine Lösung finden muss. Stimmt hinzu. Dann gibt es Heiko Seed, der eher auf der Meinung ist, klar macht Spaß, Regeln in Online-Spielen zu haben. Man muss halt nur über die Einstellung mitbringen, welcher Ton halt dort herrscht. Ja, und ich finde nicht nur die Einstellung, um direkt mal darauf einzugehen, sondern halt auch die Absprache untereinander. Also wenn ich einfach voraussetze, dass... Danke, dass das Verhalten... Ich hoffe, es zahlt euch nicht weh. Nee, es war nicht das Mikrofon, es war nur mein Handy. Wenn es ein Einverständnis darüber gibt, dass das gerade okay ist, dann ist ja alles in Ordnung. Aber ich kann nicht voraussetzen, dass das, was ich gerade in Ordnung finde, automatisch für alle anderen ist. Finde ich auch wichtig. Da würde ich nur ganz kurz einwerfen, dass mit diesem Eskapismus, das ist immer so dieses Totschlagargument, das in beide Richtungen funktioniert, so nach dem Motto, hier darf es nicht politisch zugehen, hier dürfen keine Regeln sein. Ich glaube, du musst dir gar nicht so deutlich sein. Das ist so ein Spaßraum, aber gleichzeitig sagt es ja auch Narrenfreiheit. Ich darf hier eh alles machen. Ich muss mich an die Regeln von draußen nicht halten. Ja. Und ich finde, das reale Leben spielt sich ja sehr wohl dort ab, weil es halt reale Spieler sind. Ja, sehr richtig. Und, genau. Und deswegen da werden auch oft schon Missstände irgendwie klar, beispielsweise wenn Leute sexistisch behandelt werden oder so. Ja. Deswegen, ja, sehr richtig. Eine Straße, die in beide Richtungen führt. Und um nochmals zurückzukommen zu dem, was jetzt auch die Community schon angesprochen hat, die Verantwortung der Entwickler. Gibt es die denn? Also würdet ihr eurer Meinung nach in eurer eigenen Spielerfahrung nach sagen, die Entwickler sind diejenigen, die verantwortlich dafür sind, was für Inhalte auf den Spielservern landen, was erlaubt wird, was nicht, auch welches, also wenn ich von Spielinhalten spreche, meine ich sowas wie zum Beispiel Mods, die erlauben, dass man mit Nazi-Uniformen rumläuft. Sowas gibt es ja durchaus in vielen Spielen. Aber die auch sagen, es gibt ein bestimmtes Regelwerk, das durchgesetzt wird oder nicht. Stehen die in einer Verantwortung, dieses Biotop so zu schaffen und so darzustellen, dass Spieler dort Möglichkeiten haben, sich zu wehren und zu schützen? Oder sagt ihr eher, Entwickler sind im Grunde wie Gott, die erschaffen eine Welt und gucken dann weg und sagen, es ist mir völlig egal, was ihr ab sofort hier so macht. Wo seht ihr euch da? Ich sage ganz klar, ja, da gibt es eine Verantwortung. Allein aus dem Grund, weil wir hier nicht von, wie du gerade gesagt hast, von einer gottgegebenen Welt sprechen, die gerade in so einer Findungs- und Entwicklungsphase ist, aus der sich dann durch die Evolution eben ergibt, wie die Strukturen sind, sondern es ist halt ein privates Unternehmen, was ja auch
nur teilöffentliche, also es ist irgendwo zwischen privater und Öffentlichkeit, Räume schafft. Und wenn diese Räume einfach geschaffen werden, ohne dass es irgendwelche Regularien gibt, mhm, dann sind die eben potenzielle Keimzellen für Dinge, die so unterm Radar passieren. Mhm. Dann kann dort ein rassistisches, sexistisches Vokabular sich kultivieren. Dort können vielleicht sogar extremistische Ausprägungen dann entstehen und Leute können, das gibt es ja auch Reportagen darüber, können dann gezielt rekrutiert werden für eine politische Agenda und sowas und keiner guckt drauf. Ja. Und dafür sind natürlich diejenigen verantwortlich, die diesen Raum schaffen, weil die müssen, das ist ja nicht so, als seien die überrascht, dass Menschen in der Lage sind, sowas zu machen. Die wissen ja, wozu Menschen in der Lage sind und darauf müssen die reagieren. Ganz kurz, bevor du deinen Beitrag dazu gibst, ich kann mir schon vorstellen, wie jetzt manche vor dem Handy oder vor dem Bildschirm sitzen und denken, na, aber das ist doch ein bisschen übertrieben, dass da Leute rekrutiert werden und Leute radikalisiert werden oder Leute sich so komisch extrem verhalten. Es gibt ja Beispiele, es gibt konkrete Spiele, in denen diese Communities sich selbst überlassen werden und die zeigen, dort passieren genau solche Dinge. Die Leute fangen an, also nicht alle natürlich, aber es gibt diese Menschen, die fangen an, sich vielleicht nicht jetzt unbedingt zu radikalisieren, aber die ziehen sich an wie Nazis, weil sie es lustig finden und verschieben damit so eine gewisse Grenze immer mehr und immer mehr. Und das sind Phänomene, die gibt es. Also es macht keinen Sinn, dann zu sagen, nein, das ist irgendwie übertrieben oder so. Man kann dann darüber sprechen, was sind das für Menschen? Sind es wirklich Nazis in dem Fall oder finden die das einfach nur cool? Was es natürlich auch nicht unproblematisch ist. Aber es gibt dieses Phänomen. Das wollte ich nur noch mal ganz kurz sagen, weil ich glaube, was ich auch irgendwie nachvollziehen kann, der Reflex vieler Menschen oder vor allem vieler Spieler ist es dann mal schnell zu sagen, das ist übertrieben, das ist so nicht. Aber die Wahrheit ist, es ist so. Also man sieht dieses Phänomen in diesen Communities. Ja. Aber du wolltest auch was dazu sagen. Ich wollte dieses Totschlagargument genau in dem Kontext halt wieder umdrehen, weil wenn die Leute Unterhaltungsprodukte verkaufen sie halt Produkte, in denen wir uns wohlfühlen in dem Sinne. Und das sind keine Auslebungsräume. Kein Entwickler würde sagen, ich verkaufe einen Auslebungsraum, wo keine Gesetze drin herrschen. Und unabhängig vom moralischen Aspekt her, das würde sich auch finanziell halt sofort schlecht äußern, sobald ich weiß, dass in meiner Community halt solche Strömungen sind. Deswegen, die sind sowohl moralisch als auch finanziell gesehen verpflichtet, halt da aufzuräumen. Eigentlich ja, aber erstaunlich oft tatsächlich passiert es, dass die Verantwortung nicht gefolgt wird. Und da sind wir, ich möchte nicht zu viel versprechen, aber wir über Spieletipps haben ein paar Artikel in Planung, wo wir uns das mal ein bisschen genauer angucken und schauen, wo werden eigentlich diese Regeln befolgt und wo nicht. Ja. Gibt es denn von der Community noch spannende Beiträge zu diesem Thema? Zwei Leute unterhalten sich gerade darum, wo eigentlich die Radikalisierung anfängt und da eigentlich im Spielen ist es schon wieder viel zu spät, beziehungsweise da können Leute halt sich bilden, aber gerade sprechen halt zwei Leute darüber, dass es halt mit der Erziehung und der Prägung zusammenhängt. Das verstehe ich. Da kann ich auch gerne so aus der kommunikationswissenschaftlichen Perspektive so ein bisschen den Blick drauf richten. Klar, wenn keine anderen Vorbedingungen gegeben sind, dann wird niemand, der in so einen Raum reinkommt und eine bestimmte Kultur vorgelebt bekommt, plötzlich radikal. Mhm. Das ist natürlich ein Faktor von vielen. Aber du liebe Zeit. Lilly ruft nach ihrer Mutti. Sieht man die überhaupt gerade? Nee, man sieht sie nicht. Lilly hat sich gerade auf dem Boden sehr entspannt gelegt. Aber warum auch wissenschaftlich untersuchte und belegte Risikofaktoren überhaupt zulassen, die bei einem jungen Menschen, der vielleicht sich auch gerade in der Entwicklung befindet, der vielleicht ganz viele Risikofaktoren in sich bündelt und auch total zugänglich ist für so eine Gruppendynamik. Weil wenn du dann in so einer Gruppe drin bist, dann gibt dir das ja auch ein Stück weit Schutz und Identifikation. Mhm. Und so. Und vielleicht hast du keine andere Gruppe als die in diesem virtuellen Raum. Und die kann dir dann natürlich ich würde nicht sagen Gehirnwäsche betreiben, aber die kann dir Ideale vorleben. Mhm. Und du hast vorhin von Verschiebung von Grenzen gesprochen, was wir gesamtpolitisch auch teilweise erleben, wenn so das Sag- und Machbare sich ausweitet, was vielleicht bis vor ein paar Jahren noch nicht möglich war, was dann in diesen virtuellen Räumen total extreme Ausmaße annimmt. Und das hat natürlich Einflüsse auf Dauer, auf das Denken und auch auf das Handeln von Leuten, nicht von allen. Und nicht auf die gleiche Art und Weise, aber es ist ein Risikofaktor. Und warum sollte dieses Risiko eingegangen werden für ein Videospiel, was eigentlich dafür da ist, eben Eskapismus, Unterhaltung, so eine Sachen zuzulassen? Ja, ja.
Möchtest du dazu auch, juckt dich da noch was, dazu was zu sagen? Ich finde, prinzipiell wäre es ganz gut, anstatt diese Leute einfach nur zu verbannen, wenn sie gemeldet werden. Mhm. Das ist halt immer der erste Schritt, aber das hat dann auch wieder diesen Charakter von, wir lassen gar keine Diskussion in unseren Spielen zu. Wie Riot Games das vor kurzem halt meinte, zu dieser Hongkong-Debatte, die wir nicht hier aufziehen müssen, aber sie meinte halt, der beste Punkt halt, so viele verschiedene Ethnien, Gruppen halt wirklich im Frieden zu halten, ist halt all diese Diskussionen draußen zu lassen. Als Anspruch. Aber ich finde, auch da sollte sich der Entwickler vielleicht selber im Spiel aktiv beteiligen an solchen Diskussionen, also auch mit diesen Gruppen reden, anstatt sie einfach nur wegzukicken, bevor sie sich halt wieder andere Spiele suchen, wo sie halt mehr Glück haben. Also wirklich dann auch direkt in die Diskussion Gegenmaßnahmen zu treffen und sie nicht einfach rauszuwerfen. Das ist ein ganz guter Punkt, den du da ansprichst, über den wir auch schon gesprochen haben, weil es um dieses Sozialarbeiter-Thema, da greife ich jetzt auch schon ein bisschen vorweg. Sozialarbeiter in Videospielen, auch das ist ein Konzept, was es gibt. Wir haben vorhin über Polizei geredet, aber eine andere Instanz könnten halt auch solche Leute sein, die, wie du gesagt hast, nicht einfach den Riegel vorschieben und sagen, wir dulden euch nicht weg, sondern ins Gespräch gehen und sagen, guckt mal, warum das vielleicht gerade problematisch ist, was ihr hier macht. Warum macht denn ihr das? Oder ja, halt einfach auf mal auf Tuchfühlung zu gehen, was geht denn den Leuten vor und warum machen die das jetzt? Nur weil die das lustig finden oder ist da vielleicht schon auch ein bisschen Überzeugung dabei? Ja. Ich würde ja da noch eine kleine Klammer aufmachen. Oh, da Gott, könntest du könntest auch Jugendbildungsprojekte darüber auch wiederum initiieren, dass die Leute halt da besser erreichst, als wenn du es mit anderen Maßnahmen versuchst, die nicht fruchten. Ja. Also das ist gerade eine ganz spannende Phase, in der wir uns befinden. Bedingt durch dieses Zitat und durch diese Forderung, aber auch, wo jetzt momentan die Spielkultur sich allgemein befindet, dass man jetzt mal so tatsächlich mal ein bisschen schauen kann, wie sehen eigentlich die Communities so aus? Und so Dinge, die bisher nie so richtig, auch journalistisch nicht so richtig erfasst wurden, wie sehen die Communities aus? Wie funktionieren die? Einfach mal da so hinzugehen und zu schauen, was wir auch gerne machen. Das heißt, wenn ihr da draußen zum Beispiel Teil einer Community seid, die, keine Ahnung, eine ganz besondere WoW-Gilde, die irgendwie was Tolles macht oder irgendwie in einem anderen Online-Rollenspiel oder in einem anderen Online-Spiel ihr euch auf eine andere Art und Weise engagiert, dann schreibt uns sehr gerne mal von diesen Dingen, die ihr da macht, denn wir nutzen jeden Hinweis und jeden Tipp, um uns das mal näher anzuschauen und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern mit der erhobenen Lupe quasi erstmal. Denn wir wollen ja erstmal nur mal gucken, was geht da so ab und uns da selber so ein bisschen reinarbeiten, denn solche Themen machen uns Spaß und das finden wir auch spannend und wichtig. Spannend und wichtig war auch dieser Austausch heute. Ich würde sagen, wir ziehen einen Strich drunter, außer es gibt noch super spannende Wortmeldungen aus der Community von den Zuschauern. Eine GC schreibt, das mit den Sozialarbeitern ist ein ziemlich spannender Ansatz. Genau, da kann ich ja dann nochmal ganz kurz einen Satz dazu sagen, damit das jetzt nicht so versandet. Es gibt vom Bundesministerium für... Okay, ich sage nichts, ich sage wirklich was falsch. Also jedenfalls vom Bund finanziert eine Organisation, die sich online tatsächlich dafür ausspricht, Menschen zu helfen, die dort in irgendeiner sozialen Notlage sind und quasi gerade WoW spielen. Und dann sind die mit einem eigenen Avatar in dieser Online-Welt unterwegs und sprechen diese Menschen an und sagen, hey, was geht bei dir gerade so im Leben ab? So, also ein ganz offenes Ansprechen, was ein spannender Ansatz ist. Und darüber werden wir in Kürze auch berichten, in Artikelform, ein bisschen davon erzählen und auch mit diesen Leuten mal sprechen. Aber spannender Ansatz, ganz genau. Ich würde gerne abschließend noch einen Punkt erwähnen. Ich finde, das A und O muss trotzdem sein, dass eine gewisse Grundhaltung da ist. Sowas vermisse ich so oft, wenn wir über Verantwortung und Videospiele und Politik, Videospiele haben nichts mit Politik zu tun und so weiter. Das stimmt nicht und ich möchte gerne, ich wünsche mir für die Zukunft, dass einfach mehr Publisher, mehr Entwickler und nicht nur Indies einfach mal eine Haltung zeigen. Ganz klar sagen, wir sind für offenen Austausch, aber Antisemitismus, Rassismus, Sexismus geht nicht. Das ist einfach die Ultima Ratio. Und wenn jemand hier Frauen belästigt, weil es kommt auch oft, sorry, jetzt hole ich doch ein bisschen weiter aus, aber ihr kriegt das oft bei Kommentaren bei uns in der Community mit, die dann sagen, ja, wir erleben das teilweise auch, wir werden auch manchmal belästigt oder beleidigt. Muss man halt irgendwie abkönnen, muss man ignorieren, da muss man tough genug für sein. Aber es gibt Leute, die sind einfach nicht tough genug dafür und die können das nicht ignorieren. Und die dürfen aber genauso mitspielen wie wir alle. Ja. Und die müssen genauso geschützt werden vor sowas. Und da muss ein Publisher und ein Entwickler einfach ganz klar sagen, das dulden wir nicht. Und wenn wir sowas mitbekommen, weg. Ja. Und auch ganz wichtig, wenn ein Publisher oder Entwickler sich weigert, sowas zu sagen oder solche Themen umschifft, auch das ist eine Aussage in sich. Weil wenn ein Publisher oder Entwickler sagt, wir äußern uns dazu nicht, wir sprechen diese Worte nicht aus, das ist auch schon eine Aussage. Ja. Liebe Publisher und Entwickler, die da gerade zuschauen, kuscht nicht so. Wir haben es im Blick. Wir wissen ganz genau, was da abgeht. Wir vermuten es zumindest. So, aber damit sage ich jetzt wirklich absolut Tschüss. Na, absolut. Vielen Dank
Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs rege Kommentieren und Beteiligen. Wie gesagt, wenn ihr Teil einer wunderbaren Online-Community seid, neben unserer, genau, oder ihr schlechte Erfahrungen in einer Online-Community gemacht habt, meldet euch auf privatem Wege über die bekannten Kanäle bei uns und wir schauen uns die Sache mal näher an. Ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Donnerstag. Ist heute ein Donnerstag? Heute ist Donnerstag. Kommt bald gut ins Wochenende, ein bisschen Zeit ist ja noch, aber es steht auch schon vor der Tür und klopft. Ich sage tschüss und bedanke mich für diese nette Runde bei René und bei Michael. Danke, Tom. Und bei Lilly. Und bei Lilly. Vielen Dank, Lilly. Sieht man nicht, aber sie ist da und sehr süß. Sie chillt schon. Tschüss. Ciao. Ciao.